Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, hier liegt wieder ein typischer AfD-Antrag vor. Viel Titel, wenig Inhalt. Vor kurzem hieß der Titel noch Stärkung des ländlichen Raumes mit Blick auf die Stadt-Land-Wanderung der Deutschen. Das war Ihnen wohl nicht populistisch genug. Jetzt heißt es Massenmigration, Wohnungsnot und Stadt-Land-Flucht bewältigen. Wie schäbig ist das denn? Und das angesichts des schrecklichen Angriffskriegs auf die Ukraine und der vielen Schutzsuchenden. Ja, Landflucht, Landfrust, das war gestern. Immer mehr gewinnt die Landlust. Das zeigt die aktuelle Studie des Berlin-Instituts. Und das ist gut so. Und dort heißt es wörtlich auf der Homepage, dank Homeoffice und Co. kommen BerufswanderInnen ländliche Wohnorte immer mehr in Frage. FamilienwanderInnen ziehen mit ihren minderjährigen Kindern in ländliche Regionen. Und auch Empty Nest- und RuhestandswanderInnen ziehen aus den Großstädten. Und auch Menschen aus dem Ausland zieht es in ländliche Regionen. Und die AfD fordert jetzt hier, es solle nun der ländliche Raum für einheimische Familien und Berufseinsteiger attraktiver gemacht werden. Was für ein engstirniges Menschenbild ist das? Klar ist, wir brauchen und wollen attraktive ländliche Räume für alle Menschen, die hier leben wollen, egal woher sie kommen, egal welches Geschlecht, egal welchen Alters. Für die Jungen, für die Alten, für die Familien, für die Singles, für die Alteingesessenen, für die Rückkehrenden, für die Dagebliebenen, für alle Menschen. Und das ist eine große Chance für den ländlichen Raum. Und das zeigt diese Studie. Und wir sind auf einem guten Weg. Und an zig Stellen haben wir in der Ampel dazu jetzt bereits auch beigetragen. Nach langjähriger Diskussion gibt es endlich ein gesetzlich verbrieftes Recht auf einen guten und bezahlbaren Internetzugang. Insbesondere weiße Flecken werden mit der Gigabyte-Strategie mit 1 Milliarde zusätzlich bevorzugt ausgebaut. Wir fördern gerade massiv die Beseitigung von Funklöchern im ländlichen Raum. Einer der ersten Förderbescheide wurde im Ahrtal übergeben und mehr als 800 weitere Funkturmstandorte sind in Vorbereitung. Dem Ausbau der erneuerbaren Energien gestalten wir so, dass das Geld im ländlichen Raum bleibt und bei den Kommunen und bei den Menschen. Wir fördern im Prinzip die Bürgerenergiegenossenschaft ganz enorm. Für die regionale Wirtschaft haben wir sehr viel geleistet. Wir haben bei der GRW die 50-Kilometer-Regel abgeschafft. In der Strompreisbremse bekommen kleine energieintensive Betriebe jetzt den Industriepreis. Wir haben 100 Millionen in den Haushalt gestellt für Klein- und Kleinstbetriebe. Wir stärken regionale Wertschöpfungsketten. Wir haben das Bundesprogramm ländliche Entwicklung aufgestockt und umgenannt in Bundesprogramm ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung. Wir haben 70 Millionen in den Haushalt gestellt für Kulturförderung im ländlichen Raum. Und das 49-Euro-Ticket kommt, und davon profitieren eben nicht die Großstädte, sondern gerade die Stadt-Land-Pendlerinnen profitieren davon. Und die Regionalisierungsmittel haben wir aufgestockt. Die Krankenhausfinanzierungsreform ist aufgegleist, und mit Berücksichtigung von Vorhaltekosten ist das gerade für den ländlichen Raum wichtig. Das ist noch lange nicht genug, aber wir machen weiter und wir sind da dran. Vielen Dank.